Corona-Log vom 23. April 2020. Ich möchte meine Idee der Didaktik des Überflusses präsentieren. Das habe ich mir nicht so ganz alleine ausgedacht. Es basiert auf einem Begriff von Martin Weller, der das schon vor einigen Jahren Pedagogy of Abundance genannt hat. Und das mit der Übersetzung ist gar nicht so einfach, weil Pedagogy, Didaktik oder Pädagogik heißen könnte oder noch was anderes, weil Abundance einfach erstmal zu viel bedeutet und Überfluss im Deutschen eher negativ besetzt ist. Insofern könnte man auch sowas sagen wie Pädagogik oder Didaktik im Angesicht von zu viel. Was genau meint das eigentlich? Die Idee ist, nebeneinander zu stellen, ein Lehr-Lern-Setting, kann man Schule nehmen, kann man aber auch was mit dem Lernen von Erwachsenen nehmen, kann man Hochschule nehmen etc. Grundsätzlich eine Lehr-Lern-Situation in einem relativ formalen, also geplanten Setting, wo es auch diese Rollen gibt, sowas wie eher lehrend, eher lernend, in der vordigitalen Zeit und in der Gegenwart und noch mehr in der Zukunft. Es hilft sich, das grundsätzlich weit auseinander vorzustellen, auch wenn wir mittendrin in diesem Wandel und Übergang stecken, hilft es vielleicht zu sagen, man nimmt 1980 und man nimmt nicht 2020, sondern 2000 und weiß ich nicht, wie viel man sagen muss, damit wir uns alle vorstellen können, dass dann auch das WLAN überall funktioniert und also ein Gerät in der Hand haben und so weiter. Gut, und jetzt kann man durchdeklinieren und das nebeneinander halten und sagen, okay, in der vordigitalen Zeit hatten wir in ganz vielen Bereichen mit Mangel zu tun und in der digitalen Zeit haben wir in ganz vielen Zeiten mit Abundance, mit zu viel, mit Überfluss zu tun. Beispielsweise Materialien. Wenn ich, nehmen wir als Beispiel Schule oder Sprachenunterricht, wenn ich Sprachen lehren wollte oder Sprachen lernen wollte, hatte ich nur bestimmte Materialien zur Auswahl, klassischerweise sowas wie ein Schulbuch oder ein Lehrbuch. Das gab es möglicherweise sogar von verschiedenen Anbietern. Aber ich hatte in meinem Setting meistens nur eins oder musste mich entscheiden zwischen zwei verschiedenen. Und dann konnte ich noch Zusatzmaterialien mir besorgen, aber auch das war eher so, da musste ich irgendwie was bestellen, musste ich vielleicht Kopien anfertigen etc. In der digitalen Zeit kann ich bei einer Suchmaschine meiner Wahl die Suchbegriffe Spanischunterricht, Vokabeln, Sport eingeben etc. und finde selbst mit einer relativ spezifischen Suche viel zu viel. Das heißt, ich habe nicht mehr ein Lehrbuch und drei Arbeitsblätter oder zur Auswahl zwei Lehrbücher und könnte mich, wenn ich mir viel Mühe gebe, auch noch zwischen fünf Arbeitsblättern entscheiden, sondern ich habe erstmal 10.000 verschiedene Materialien, höchst unterschiedlicher Qualität, höchst unterschiedlicher Machart, höchst unterschiedliche Interessen dahinter, vielleicht auch höchst unterschiedlicher Richtigkeitsgrad, Wahrheitsgehalt möglicherweise. Das Gleiche gilt nicht nur für Materialien, sondern auch für die Ausstattung. In dem traditionellen Setting 1980 hatte ich einfach nur das, was ich da auch wirklich in meinem Schulungsraum beispielsweise hatte. Das gilt sowohl für die Seite der Lehrenden wie auch der Lernenden. Also wenn ich was zeigen wollte, dann konnte ich das nur mit der Technologie, die da war und möglicherweise war das nur eine Kreidetafel oder vielleicht ein Whiteboard oder vielleicht ein Overhead-Projektor. Aber wenn das nicht da war, konnte ich das so auch nicht zeigen und ich konnte das auch nicht anders groß visualisieren. Als Lernender konnte ich vielleicht als Werkzeug darauf zugreifen, dass ich die Wahl hatte zwischen einem Kugelschreiber, einem Füller und einem Bleistift. Wenn ich damals gesagt habe, ich möchte gerne, dass wir eine Wandzeitung machen, dann musste ich die Materialien für eine Wandzeitung mitbringen. Wenn ich jetzt im digitalen Zeitalter, nehmen wir wirklich nur Menschen, die ein Smartphone dabei haben, schaue, was für Werkzeuge gibt es da, dann ist da viel, viel mehr möglich von Lernendenseite aus. Wenn ich früher gesagt habe, wir machen eine Wandzeitung, kann ich das natürlich heute auch noch sagen, müsste das Material mitbringen, aber im digitalen Raum gibt es auch die Möglichkeit, dass die Lernenden sagen, kann ich statt einer Wandzeitung auch einen Film machen? Kann ich auch ein Audiostück aufnehmen? Kann ich einen Quiz selber gestalten? Kann ich mir das im Internet nochmal woanders anschauen und nicht irgendwie was selbst machen? Etc. Also auch da wieder eigentlich viel zu viele Möglichkeiten, als dass man sagen könnte, das ist ganz einfach, jetzt nehmt irgendwas und beschäftigt euch mal damit und nutzt das Werkzeug, was euch gut gefällt. Das kann man auch auf anderen Ebenen durchdeklinieren, aber erstmal, um diesen Unterschied klarzumachen, es hat sich quasi das Vorzeichen umgekehrt. Früher tendenziell Mangel, ich musste mit dem zurechtkommen, was da war. Heute tendenziell zu viel.
Ich muss aus allem, was da ist in digitalen Geräten, im digitalen Raum, an digitalen Materialien, an digitalen Vernetzungsmöglichkeiten etc., irgendwo eine Struktur, einen roten Faden reinbringen. Wenn ich das nicht machen würde, als Lehrender oder als Lernender, dann wäre das Setting ja sowas wie Google halt mal dein Thema und dann überleg dir, was du mit dem machen willst, was du da findest. Das ist das, was Martin Reller angefangen hat zu beschreiben als Pedagogy of Abundance, was ich jetzt Pädagogik oder Didaktik im Angesicht von zu viel oder Didaktik des Überflusses nennen würde. Was das für Auswirkungen hat, würde ich gerne diskutieren, versuche ich auch gerade rauszufinden. Beispielsweise habe ich damit experimentiert, im Veranstaltungsdesign bei den OER-Camp-Werkstätten so zu gestalten, dass es wirklich auch immer viel zu viel von allem gibt, also dass es eine bewusste Überforderung ist, wenn man als Lernender hinkommen würde und sagen würde, man möchte alles machen, was es an Angeboten gibt. Ein anderes Beispiel ist das Format Barcamp, was immer darauf angelegt ist, auch dass ganz viel gleichzeitig stattfindet und man sich selbst als Lernender seinen eigenen roten Faden da durchlegen muss und nicht einfach sagen kann, ich mache das so, wie es mir vorgegeben ist, von Anfang bis Ende. Ich würde das gerne weiter diskutieren. Das Video nehme ich auf kurz vor dem EduCamp in Frankfurt. Wer das also rechtzeitig sieht, ich werde am Samstag, dem 25. April, eine Session online dazu anbieten, voraussichtlich um 11 Uhr. EduCamp Frankfurt ist das, was man dafür googeln muss, um das zu finden. Ich glaube, ECFRA, also ECFRA, EduCamp Frankfurt, ECFRA 20 ist der Hashtag dazu. Ich bin gespannt, wie ihr das wahrnehmt, was ihr für Erfahrungen damit habt, was ihr für Ideen dazu habt. Bis bald.